Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Möge Allahs Frieden, Segen und Barmherzigkeit mit euch sein. Bismillahirrahmanirrahim. Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Aller Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Schöpfer, Lenker, Herrscher, Erhalter des gesamten Universums. Wassalatu wassalam ala Rasulillah. Und Frieden und Segen sei mit dem Gesandten Allahs. Heute geht es wieder um Schutz des Muslims und es geht um drei Dua, drei Dinge, die man nachdem man mit dem Wudu fertig ist, sagt. Ja, und zwar, die erste Sache, das wird überliefert in Sahih Muslim, Hadith Nummer 234, da steht, dass derjenige, der sagt, nachdem er mit dem Wudu fertig ist, Ashhadu an la ilaha illallah, wahdahu la sharika la, وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ, ja, der das sagt. Was heißt das? Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah. وَحْدَهُ, der eine, der kein Partner, der Scharika da. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ, und ich bezeuge, dass Mohammed sein Diener und Gesandter ist. Was passiert mit denen? فُتِحَدْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ, für den werden die 8 Tore des Paradieses geöffnet und er tritt ein, durch welche er will. Was die genaue Bedeutung von dem Hadith ist, Allahu alem, aber es hört sich auf jeden Fall verlockend an, oder? So, weil manche wollen dann immer genau wissen, aber was heißt das genau? Das heißt auf jeden Fall was Gutes. Wenn du es machst, hast du auf jeden Fall was Gutes getan. Alhamdulillah. Das ist das Erste. Ja? Das Zweite ist, dann sagt man die Dua, und die wird überliefert in Tirmidhi, Hadith Nummer 55, von Umar al-Khattab, Allahumma ja'alni min al-Tawwabi wa ja'alni min al-Mutatahhirin. O Allah, mach mich zu den Tawwabin und mach mich zu den Mutatahhirin. Mach mich zu denen, die sich reinigen. Ja? Und hier ist wichtig zu erwähnen, ja, Tawwabin, Jam'u Tawwab, hier Sifatul Mubalagha, das ist eine Eigenschaft der Mubalagha, der Übertreibung, Tauba, hier Ar-Rujur min Masiyatillahi Ta'ala ila Ta'atillah. Tauba, Reue, bedeutet die Rückkehr von der Ungehorsamkeit gegenüber Allah zu der Gehorsamkeit gegenüber Allah. Qala al-Ulama'u, At-Taubatu wajibatun min kulli dhanb. Die Ulama sagen, die Tauba ist Pflicht für jede Sünde. فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدم في آدم فلها ثلاثة شروط. Wenn die Sünde zwischen Allah und dem Diener ist, so hat die Tauba drei Bedingungen, die Reue drei Bedingungen. أحدها, die erste, أن يقلع عن المعصية, dass er diese Sünde unterlässt. الثانية, أن يندم على فعله, dass er es bereut, die getan zu haben. Ja, nedem. Das ist so wie, boah, warum habe ich das gemacht? So nach diesem Motto, ja. Wan yazim alla ya'uda ilayha abadan. Und dass er vorhat, nie mehr zu dieser Sünde zurückzukehren. Fa in fuqida ahadu thalatha lam tasih at-tauba. Und wenn eine dieser drei Bedingungen nicht da ist, dann ist die Tauba nicht richtig. Hier bleibt die Frage, was ist, wenn man sich fest vorgenommen hat, die Sünde nicht mehr zu machen und macht sie dann doch, dann macht man wieder Tauba. Was ist, wenn man sie ja nochmal macht? Dann macht man wieder Tauba und wieder Tauba und wieder Tauba. Denn das Problem ist bei einigen, da kommt der Shaitan und sagt, ach, guck mal hier, du meinst es gar nicht ernst. Nein, 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 mach immer wieder Tauba. Mach immer wieder Tauba, aber nimm es dir wirklich vor, es nicht mehr zu machen. Und irgendwann, inshallah, wirst du davon wegkommen. Dann, وَإِنْ كَانَتِ الْمَسِيَةُ تَتَعَلَّقُ بِآدَمِ فَشُرُوتُ أَرْبَعَ. Und wenn diese Sünden mit einem Menschen zu tun haben, so gibt es 4 Bedingungen. Die drei, die wir erwähnt haben, und welche noch? أَنْ يَبْرَعَ مِنْ صَاحِبِهَا.
dass er also es wieder gut macht bei dem, dem er die Sünde gegenüber gemacht hat. فَإِنْ كَانَتْ مَالًا أَوْ نَحْوِي رَدَّهُ إِلَيْهِ. Wenn es zum Beispiel mit Geld zu tun hat, der hat einem etwas geklaut, dann muss, dann gibt er es ihm wieder. وَإِنْ كَانَتْ, wie gesagt, diese ganzen Sachen erstmal dazu, ja, dann, und dann المتطهرين, das ist von dem, der sich reinigt. Ja, und das ist natürlich in diesem Zusammenhang, wir machen gerade Wudu, wir reinigen uns. Und es gibt auch Hadithe, die beschreiben, dass also dadurch die Sünden der Augen weggewischt werden, die Sünden, die mit den Händen gemacht werden und so weiter. So. Dann, was sagt man als drittes? Das heißt, ich habe gesagt, es gibt drei Sachen. Drei Sachen. Erstens, أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Dann das dritte, was man sagt, dann das zweite, was man sagt, ist Allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min al-mutatahhirin. Wallah, mach mich zu denen, die Tawwa machen, und mach mich zu denen, die sich reinigen. Und dann sagt man Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Das ist das dritte, was man sagt, das wird erwähnt in An-Nasa'i, und zwar Hadith Nummer 81. Gepriesen seist du, O Allah, und der Lob gebührt dir. Subhanak, das heißt, ich halte dich frei von, du bist frei von jedem Fehler, von jedem Mangel. Und der Lob gebührt dir, der Hamd ist Lob mit Liebe und Verehrung. Ashhadu an la ilaha illa ant, ich bezeuge, dass kein Gott gibt außer dir. Astaghfiruka wa atubu ilayk, ich bitte dich um Vergebung und kehre reuig zu dir um. Das ist das, was man nach dem Wudu sagt. Diese drei, und mashallah, tabarakallah, ihr seht, da gibt es alhamdulillah gewaltigen Lohn für. Und der Hadith-Überlieferer von diesem Hadith in Nasai ist, der Hadith-Überlieferer ist hier Abu Sa'id al-Khudri. Abu Sa'id al-Khudri ist der Hadith-Überlieferer. Subhanakallah, bihamdika, shalala, ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Allah subhanahu wa ta'ala uns alle ins Paradies heimkehren lassen.